So, YouTube. Hallo, hallo und willkommen zurück zu Foundry. Ja, ich habe hier das ein bisschen umgebaut. Wir haben sogar ein paar Reserveplätze, die ich noch nicht weiter belegt habe und benutze, aber schon vorgesehen habe auf beiden Seiten. Bei den Zerkleinerern, dann haben wir hier zwei Lager. Und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 von unseren Schmelzen, um Platten herzustellen. Und apropos Platten herstellen, ich will die Platten nämlich ablegen. So. Und dann können wir hier nämlich wunderbar rausgehen, da hinten zu unserem Forschungsserver. Das ist nämlich unser lang geplantes Ziel. Und dann können wir die Forschung Level 2 wieder ansteuern. Und wenn wir die Forschung Level 3 haben, bauen wir endlich den Forschungsturm. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich im richtigen Moment hochgehe. Dass wir nicht zu weit unten starten. Nach oben wollen wir. Anderer Baumodus. 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, wir brauchen aber 7, 8. Bei der da ist auf 6 gewesen. Der da. Und der ist nochmal 2 höher. Also könnte das durchaus so valide sein. Wenn nicht, werde ich es sofort merken, aber ich glaube, es sieht gut aus. Zank. Und wunderbar. Das heißt, die Platten würden jetzt auch hier ankommen und verarbeitet werden. Wir hätten auch noch ein Stück später hochgehen können. Ah ja, deswegen werden die auch hier nicht verarbeitet. Naja, gut. Das erinnert mich an diese Brücke, die zwischen Deutschland und Niederlande gebaut wurde, wo die verschiedene normal Null-Werte hatten und die dann am Ende nicht zusammengepasst hat, weil einfach irgendwie 30 Meter Unterschied war, weil in den Niederlanden normal Null anders ist als in Deutschland. Aber in allen Formeln stand einfach normal Null und beide Seiten haben damit gerechnet. Das nennt man Shit Happens. Okay, ich habe hier auch schon markiert Platten. Man sieht, wie es aussieht. Hier ist so ziemlich alles weggerissen. Noch nicht komplett fertig. Bisschen, was müssen wir noch machen? Der Weg ist unterirdisch. Obwohl, nee, die Seite läuft schon wieder komplett. Was ist denn das da für ein Ding? Das wundert mich gerade. Da müssen wir nochmal gucken gehen. Und buonasera, hallöchen, moin moin und willkommen Lightro. Okay, was haben wir da? Das läuft nicht, das haben wir alles abgerissen. Ich habe das auch verkürzt ein bisschen. Hier war vorher die Plattenproduktion, die ist komplett weg. Ich habe den Strom hier angeschlossen. Und der Weg muss unterirdisch sein. Ach nee, ich glaube, ich weiß, was das ist. Nee, Strom und Wasser ist es auch nicht. Da muss es irgendwas in der Erde sein. Weil wir haben da unterirdisch natürlich die Laufwege. Ich habe übrigens wie mit deiner Twitch-Story interagiert, wie du es wolltest. Interessant übrigens, wo du Twitch-Story sagst. Ich wollte vorhin ein Bild hochladen vom Essen. Wir hatten heute leckere vegane, vegane Pizza. Einmal ein bisschen Zucchini, Paprika auf einen Pizzateig geworfen, nicht? Darunter eine Soße, Paprika, Peperoni noch. Das war super. Easy gemacht, Mais rauf, ab in den Ofen, Dinkelteig, kein Weizenteig, ganz wichtig. Aber ich wollte das Bild auswählen in dieser Twitch-Story und dann kam irgendeine Fehlermeldung und
ich konnte die aber nicht lesen und dann ist er immer wieder in den Hauptbildschirm zurück. Dementsprechend konnte ich nicht mein Essen von heute posten, so wie es gefordert war und gewünscht war. Was leider ein bisschen schade ist dann. Aber ich weiß halt nicht, woran das gescheitert ist am Ende. Okay, wir brauchen Kabel, aber ich glaube, ich habe keine... Doch, Kabel kann ich noch herstellen. Und können wir Strommasten herstellen? Nein. Da fehlen uns Platten. Okay. Aber grundsätzlich haben wir alles. Außer Strom. Und deswegen wollte ich ein paar Strommasten herstellen, damit wir das hier dann an den Strom anschließen können. Und dann läuft das Ganze auch wieder wie am Schnürchen. So. Und es lag bestimmt am Dinkelteig, ja. Ich habe übrigens mit deiner Twitch-Story interagiert, ja. Okay. Und meine herrliche Stimme bleibt, wie sie ist. Wo ist denn hier ein Ausgang? Da ist noch ein Ausgang. Ah, da muss aber nicht raus. Stimmt, das ist die... Der Vorrat, der später kommt. Alles klar. Xenophyrit, jetzt haben wir Platten. Jetzt kann ich ein paar Stäbe herstellen. Wer ist wir? Na, ich wohne nicht alleine. Das ist... in meinem Alter nicht ungewöhnlich, würde ich sagen. Wo bauen wir den Strom hin? Also wir könnten von da drüben vom Strom abgehen. Oder von da. Da ist natürlich kürzer. Aber ich habe hier keine Ecke mir gelassen. Aber ich glaube, wenn ich das hier mache, könnte das passen. So, das hier kann auch weg. Das war nur so ein Hilfsweg, dass wir rüberkommen. Brauchen wir aber nicht mehr. Wir haben hier noch mehr. Unseren eigenen Laufweg inzwischen von hier. Und von dem können wir abgehen. Da ist wieder Gestrüpp im Weg, was wir nicht brauchen. So. Da ist noch ein Baum im Weg. Nee, warte mal. Ja, da ist noch ein Baum im Weg. Der muss leider weg. Und hallo Gänseblümchen. Willkommen, willkommen. So. Ah, das wird doch wunderbar werden hier. Und kommen wir da oben ran? Ich glaube noch nicht. Ich würde... Jetzt müssen wir hier auf der Höhe... Wie weit? Sind wir immer noch mit dem verbunden? Dann können wir doch direkt überswitchen auf so ein. Jawohl. Okay. Und von hier... komme ich wie hoch? Gar nicht. Doch, ich glaube, man kann... Oh, das hat sonst geklappt. Ungünstig. Wir versuchen mal hier über den Rand dahin zu gehen. Das geht. Das geht. Und das geht. Sehr schön. Und dann sollte das Ding da oben nämlich jetzt endlich laufen wieder und Platten produzieren. Was ihnen natürlich fehlt, ist ein Input. Und den müssen wir ihm wieder öffnen. Aber das mit der Musik, stimmt, die ist ein bisschen zu leise. Das kann sein.
das kommt immer auf die Lieder drauf an, nicht? Manche Lieder sind laut, die muss man dann leise einspielen. Und andere sind leise, die muss man ein bisschen lauter einspielen. Okay, ich glaube, das funktioniert. Außer, dass wir hier kein Rezept ausgewählt haben. Inventar verwalten. Und dann können wir hier auch direkt die Dinger reinlegen. Damit ich die nämlich aus dem Inventar weg habe. Das wäre ein Träumchen. Dass er sich halt nicht merken kann, was man gerade als letztes ausgewählt hat, ist leider ein bisschen schade, dass man immer auf die nächste Seite klicken muss. Das macht das ganze Ersteinrichten immer ein bisschen umständlich. Aber nicht unmöglich. Und gleich ist unser Inventar auch bereinigt und sauber. Jawollo, die Pollo. Guck mal an. Und die anderen Sachen können wir hoffentlich ins Lager werfen. Nicht Rezept ändern. Ah! Inventar verwalten. So. Sehr gut. Die sind nämlich ein bisschen leer gelaufen hier. Und der Rest kann hier rein oder auch hier rein. Und dann ist, glaube ich, aufgeräumt. Genau, da haben wir nur noch das normale Zeug dreimal und das Ignum-Erz. Das können wir woanders aber unterbringen dann. So, Platten kommen rein, fließen aber auch fleißig raus. Oh, nee. Ich wollte... So. 400, 500 Platten mitnehmen. Das passt. Mit wem wohnst du zusammen? Na, mit wem wohne ich zusammen? Mit meiner Freundin. Mit wem sonst? Das ist aber auch keine Neuigkeit. Also das tue ich schon seit Jahrzehnten. Okay. Das läuft wieder alles. Nice, Michael Jackson. Ja. Das ist das Gute an Twitch gegenüber den anderen. Twitch hat die Möglichkeit, dass man in den Livestream Musik einspielen kann, die nicht in den VODs und in anderen Quellen zu hören ist. Und OBS unterstützt das auch noch. Das macht es sehr, sehr nutzbar, nenne ich es mal. Oh, ich weiß, was wir brauchen. Oh, scheiße, ich weiß, was wir brauchen. Nein! Der Sinn des Spiels, okay, den hatten wir heute schon mehrfach erklärt, das ist, wenn du Factorio kennst, ich kenn's nämlich nicht, da habe ich mir sagen lassen, kommt das Factorio in 3D am nächsten nah, ansonsten als Vergleich Satisfactory in anders. Und der Sinn des Spiels ist, die armen Roboter, gut, tagsüber sieht man die nicht. Ist gerade auch bewölkt. Da oben ist eigentlich eine Raumstation, die ist kaputt gegangen und wir müssen sie reparieren. Irgendwo haben wir auch einen Roboter, der eine Story hat und mit uns redet, aber der steht ein paar Kilometer entfernt hier hinten. Den muss ich hier, das muss ich auch noch alles abreißen. Das ist die alte Fabrik. Und das heißt, Förderbänder bauen, Ressourcen finden... Und den Forschungsbaum erforschen. Leider habe ich gerade die Forschungsserver nicht angeschlossen, deswegen kann ich nicht weiter forschen. Weil ich alles umbaue. Ich hatte am Anfang alles hier in so einer Mini-Fabrik, aber die Ressourcen sind alle gewesen. Dementsprechend habe ich angefangen, das umzuziehen nach und nach. An Plätze, wo halt mehr Ressourcen zur Verfügung stehen.
Und ja, mal gucken, wie lange das hält. Nee, da vorne muss ich hin. Die ist noch nie aufgetaucht, oder? Nee, wird sie auch nicht. Die ist da auch ein bisschen eher Privatsphäre zurückhalten und solche Sachen. Das ist aber auch voll okay. Dafür quatsch ich ja doppelt so viel. Das muss reichen. Okay, was brauchen wir noch? Die Dinger, die Forschungsserver. Aber brauche ich die jetzt schon? Jetzt will ich das noch nicht da bauen. Wasser haben wir hier. Brauche ich aber auch nicht. Also wieder rüber. Das eigentliche Ziel ist, Bäume kaputt machen. Ja gut, wenn man es so nimmt, muss man doch öfter mal irgendwas wegreißen. Gerade am Anfang. Inzwischen hat man aber mehr Möglichkeiten, baut er auch eher in anderen Höhen und über Wasser. Ich fände immer bei so einem Spiel cool, wenn es wirklich auch Physik gäbe, sodass man so fliegende Plattformen einfach nicht bauen könnte ohne Stützen. Das würde das Ganze wesentlich entschleunigen und komplizierter machen. Und auch wenn man so ein dreistöckiges Haus baut, dass man da eine Statik beachten muss oder auch Materialien braucht, die dreistöckig sein können. Aber sowas gibt es bisher noch nicht. Genau. Ich wollte rüber zu den Forschungssachen, um die Forschungspakete Level 2, die jetzt produziert werden, noch schnell wegzulegen. Und da müssen wir oben Forschungspakete Level 3 nämlich bauen. Und gucken, was die alles brauchen. Und die macht das mit, damit du jeden Tag stundenlang streamst. Ja, was sollte man sonst machen? Okay, hier Lager ist leer. Das heißt, hier kommt ein bisschen zu wenig an, nicht? Okay, 3 war auch sehr ambitioniert, wenig geplant. Andererseits muss das auch erstmal rauslaufen. Und ich sehe, hier kommen die ersten Pakete an, aber wir haben gar nicht zu Ende gebaut. Das heißt, dann würde ich sagen, müssen wir hier erstmal zu Ende bauen. 5 Dinger. 1, 2, 3, 4, 5. Warum 5 gerade? Weiß es nicht. Ob das irgendeinen Sinn hatte, gerade zu bauen? Ich werde mir schon damals was bei gedacht haben. Oh, noch eins ran. Und dann werden wir auch die Dinger einfach zusammenfassen. Das heißt, die beiden fassen wir zusammen. Die beiden fassen wir zusammen. Und der ist einzeln und das kann so bleiben. Und dann brauchen wir hier ein gutes Lager. Und das kommt dann an die Stelle. Dann kommen die dahin, der dorthin und zack rein. Und dann können wir die Pakete Level 2 ablegen und sagen, jetzt darfst du auch ausliefern. Und dann schmeißt er die da wunderbar rüber für uns. Und ups, da rein wollen wir auch. Achso, und auf Ausgang muss man das noch stellen. Das wäre auch sinnvoll. So. Und die müssen auch auf Ausgang gestellt werden. Zack. Und dann kommen da die Forschungspakete Level 2 rein. Wir haben's. Was sollte man sonst machen? Zeit mit der Freundin verbringen. Ja, und dann?
Dann sitzt man die ganze Zeit aufeinander und dann hat man auch nichts gewonnen. Okay, Level 3. Wo ist Level 3? Level 3 Forschung. Wir brauchen Beton, den haben wir, Rohre haben wir und fortgeschrittene Maschinenteile. Haben wir. Das heißt, die erweiterten Maschinenteile müssen her, die Rohre müssen her und der Beton muss her. Das heißt, an sich haben wir alles und schon vorproduziert. Das heißt, hier können einfach wieder 4, 5 Forschungsproduktionsdinger hin und fertig. Nicht mehr, nicht weniger. Wir bauen das mal hier auch so. Dass wir wissen, aha, da geht's weiter, da ist so die Höhe. Wunderbar, oder? Klingklong. Bis hier vorne. Y. Dann haben wir eine wunderbare, hübsche Turmfabrik. Leider ist das zweite Level. Da muss ich nochmal gucken, ob ich die Produktion da auslager. Weil irgendwie ist das ein bisschen blöd. Andererseits produziere ich die Sachen wirklich nur für Level 1 Forschung, Level 2 Forschung. Ah, jetzt baut sich auch ein Vorrat langsam an. Okay, passt. Weil die sind nicht so besonders schnell. Nee, denn ist okay. Ich dachte, das reicht vielleicht hier nicht, aber es reicht. Ich kann euch nur empfehlen, also wer ein schönes kleines Fabrikaufbauspiel sucht, für den ist das hier definitiv was. Für jemand, der sowas nicht mag, für den ist es nichts. Auf welcher Höhe müssen die? Also bis da hinten. Dann bauen wir die vielleicht lieber hier hin. Und dann immer im Dreier Abstand. 1, 2, 3, 4. Fünf. Bauen wir 6, oder? So, wir brauchen aber auch 3 Input-Dinger diesmal. Oh, wartet. 3 Input-Dinger bedeutet, wir brauchen noch mehr Platz. Der Platz reicht hier nicht, um hoch und runter zu gehen. Zwei mehr sind, glaube ich, eine gute Idee. Eins, zwei, drei, vier, fünf und der sechste nochmal weg. Ach, und ich muss die Dinger hier abreißen. Immer um 1. Stimmt. Weil sonst hängen die wegen Strom zusammen. Das wollen wir nicht. Hier müssen wir einen Betonblock oder so hinmachen. Dass der keinen Strom rüberleitet. Sonst bringen die Stromtransformatoren pro Level nichts. Das ist nämlich auch so, die Stromplanung ist gar nicht so leicht in dem Spiel. Am Anfang wirkt das super simpel, bis man das erweiterte Strominterface entdeckt und sich wundert, warum man die ersten Stromausfälle hat. Das erklärt das Spiel einem nicht. Das muss man dann selber herausfinden. Oh, ich komme hier nicht durch mehr. Der kann sich nicht ducken wie in Satisfactory. Wenn man diese Ansicht erstmal entdeckt hat, da hat man Spaß. Vor allem, wenn alles am Anfang rot und überlastet ist. Aktuell ist aber das Einzige, was ein bisschen mehr Probleme hat, das hier. Und der hier ist nicht angeschlossen, wo auch immer das ist. 4 fertige 16 Lader. Scheiße, wo ist denn das?
Irgendwas stimmt hier nämlich nicht. Er sagt rot. Oder ist das... Ach nee, das ist die Plattform, auf der ich stehe. Kann das sein? Ah, wartet mal. Das Gerät, an dem man ist, wird umrandet. Okay, wir können uns auch das Gerät unten angucken. Okay, das ist der. Und das ist der. Ah, der wird umrandet. Alles klar, ich dachte, der hat ein Problem. Orange vielleicht nicht die passende Farbe für sowas. Wo und wie findet man so eine Freundin, die so viel Zockerei und Streamerei mitmacht? Suchen. Hoffen. Warten. Kommissar Zufall nenne ich es immer. Gut, wir könnten auch so machen. Und zwei ebenerdig. Aber ich glaube nicht. Wir machen lieber alle oben. Wir machen nur einen unten. Oh, keine Lader mehr. Krass. Okay. Wunderbärchen. Und wir wollen nach unten ran. So, der eine kommt auf Level 3. Der andere kommt auf Level 2. Den machen wir mal hier hin. Dann sind die ein bisschen auseinanderversetzt. Eigentlich muss der auf Level 4 hier. Dann wäre er nämlich außerhalb der Fabrik. Okay. Vielleicht hätte ich das erst testen sollen. Okay, dann nochmal. Eins. Uns ragt das so doof raus. Ich meine, wir haben den Platz ja. Ich muss ihn nur richtig benutzen, nicht wahr? Und man verplant das jedes Mal. Jetzt wäre genau richtig. Okay. Ich habe auch nicht genug von den Dingern. So, die kommen zwei hoch. Genau. Und der andere ist dann hier unten. Wie viel Abstand hatten wir immer? Drei, nicht? Das flimmert hier auch immer so beim Setzen. Manchmal ist irgendwas nicht ganz so taufrisch hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wunderbar. Und die mittigen wollten wir unten haben. Da ist übrigens das Raumschiff, das zerstörte. Immer wenn ich die Baldur's Gate Musik höre, dann kriege ich total Lust, das Spiel wieder zu spielen. Und dann fällt mir wieder ein, dass es nicht mehr im Originalzustand läuft, sondern nur in der modernen Edition und da habe ich keinen Bock drauf. Shit, wir haben keine Höhen mehr und uns fehlen Stäbe. Aber, wartet mal, das ist kein Thema, weil die Stäbe kommen ja hier an. Nee, wo kommen die Stäbe an? Da hinten. Nicht Rezept ändern. Was wollt ihr für ein Rezept machen? Platten. Oh, ich klicke immer das Falsche an. So, nochmal. Ich will hier Inventar verwalten. Kann ich nämlich die Stäbe rausnehmen. Inventar verwalten. So. Und dann können wir doch wenigstens so ein paar herstellen. Ist quasi so ein Mini-Lager, nicht? Was man hier dann immer hat.
Dann muss man nicht immer die ganze Strecke laufen, man muss nur kurz warten. Guckt, und jetzt haben wir schon 75. Dann kann ich da noch ein paar von bauen, davon ein paar von bauen und davon ein paar von bauen. Und das reicht, hoffe ich. Platten kommen ja hier auch an. Kann ich mir also auch zur Not rausnehmen, wenn ich nicht mehr genug hätte. Ja, 19 Platten nur noch. Platten werden leider hier noch nicht so viel zwischengelagert. Naja, gut. Aber es reicht. Also, machen wir erstmal das fertig. Die nach oben. Dann haben wir die. Jetzt können wir die Lader hinsetzen. Okay. Ah, das hier ist echt beschissen gebaut von mir, dass man da nicht durchkommt als Roboter. Dadurch, dass das Förderband da unten ist, hänge ich da immer ganz leicht fest. Ups, falsche Ebene. So. Und das Lager ist wieder nicht mittig, nicht? Das ist echt bei den Dreierdingern immer irgendwie Kacka. Ich glaube, das ist dann von der Höhe genau das, was wir brauchen. Ich muss nur aufpassen, wenn ich das da anbinde, dann kriegt das Strom. Das will ich ja eigentlich vermeiden. Oh. Aber man kann sagen, um nochmal das Thema aufzugreifen, ich hatte auf jeden Fall sehr viel Glück in meinem Leben. Sei es, was Job oder Freundin angeht bisher. Zumindest, also der Job ist zwar scheiße, nicht? Da wollten wir auch noch kurz drüber reden. Aber man hat einen relativ unkompliziert bekommen. Also in der Hinsicht hatte ich noch nie Probleme. Aber ja, aktuell ist es echt merkwürdig auf Arbeit. Weil sehr viele Sachen gleichzeitig passiert sind, sich geändert haben. Und ich frage mich wirklich, ob ich das noch alles auf lange Sicht auch Lust zu habe. Das ist eher so die Sache. Man merkt halt, wie man selber auch einfach ja nicht mehr motiviert ist. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen. Wow, wir haben sogar die Ebene gerade so noch fertig bekommen. Wenn sowas passiert, nicht wahr? Okay. Ich würde sagen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Komm, wir bauen die einzeln an. Was soll's. Kostet ja kein Brot. Weil was ich ganz klasse fand in dieser Woche, ich habe endlich mal Unterstützung im Projekt gehabt und es wurden echt Leute eingearbeitet, auch von mir, gerade von mir. Und dann stellt sich heraus, jetzt wo sie gerade fähig sind, anzufangen zu arbeiten, dass sie in anderen Projekten arbeiten. Ich sag euch,
Ich habe geguckt, wie ein Mondkuchen fährt. Und das Schönste ist, die Aufgaben, die die Kollegen hatten, liegen bei wem jetzt auf einmal? Bei mir. Wow. Richtig genial. Das ist immer eine Freude. Das heißt, jetzt darf ich mich erstmal wieder einarbeiten in das, was die gemacht haben, weil ich da nicht dran beteiligt war. Im Detail. Um es dann zu fixen. Ah. Ein Scheiß, sage ich euch. Ein Scheiß. Da fehlt ein Stütz, ein Würfel. Habe ich gerade erklärt, warum der fehlt. Vor 7 Minuten oder so. So. Weil, wenn die nicht, also wenn die verbunden sind, dann verbindet sich auch der Strom untereinander. Und das Problem, das kann ich dir nämlich jetzt zeigen. Ich glaube, der steht da richtig, oder? Genau. Das Problem ist nämlich, diese Dinger hier können maximal 5 Megawatt. Wenn ich jetzt alles miteinander verbinde an der Stelle, dann hast du das Problem, dass die 5 Megawatt für den gesamten Komplex zählen und dann bricht dir die Stromversorgung zusammen. Deswegen musst du das separieren. Sonst bist du am Orschel. Wir müssen da nachher mit Beton oder sowas dann bauen. Das wäre eine Option, um die Lücke da zu schließen. Aber aktuell habe ich keinen Beton bei. Also kann ich die Lücke auch nicht wegbekommen, leider. So. Und schon haben wir hier Strom anliegen. Wunderbar. Ist das nicht herrlich? Es ist so herrlich. So, irgendwas muss also hier ankommen. Wahrscheinlich Beton. Das würde am meisten Sinn machen. Beton kommt hier an. Der Beton ist da drüben. Da. Und der kommt von links hier ran. Da muss er nicht extra über alle drüber. Die anderen kommen eh von da. Das geht also an den zweiten und das, die Rohre, dann an den dritten. So. Weiß nicht, ob das jetzt so passt. Wir gucken mal. Nee, wartet. Oh. Ach stimmt, das muss ja ein weiter nach vorne. Das heißt, der muss so hin, der erste. Wahrscheinlich der auch, weil sonst kann ich nicht laufen als Roboter. Und hier, das nervt mich eigentlich auch schon. Eigentlich auch nicht schlecht, wenn ich den drehen würde. Dann sind die nämlich alle untereinander. Gut, den muss ich nochmal neu setzen. So. Nee. Aber man sieht, so ein paar Hilfslinien würden richtig krass... Hä? Ich lösche und der baut irgendwas. Das macht er ganz oft. Hallo, ich lösche. Mein Gott. Dieses Warten, bis es wirklich am Ende ist. Oh, das so weit vorne. Würde echt Gold wert sein hier. So, jetzt passt das.
Oh, dann haben wir nämlich später nicht das Problem, dass wir hier irgendwie gegenlaufen. Dann haben wir hier ein bisschen Luft als Roboter. Bei uns sind es auch 2 in ein anderes Team gewechselt und einer hat das Projekt gewechselt. 3 weniger in einem Team innerhalb einer Woche. Aber ich bin trotzdem glücklich. Mir war das Team zu groß, da bin ich untergegangen und habe mich weniger Meetings beteiligt. Oh, okay, ihr guckt den ja wahrscheinlich nicht. Fabi Rommel, habe ich gestern gesehen, der hatte so ein Sketch über Meetings. Das war einfach nur genial. Das war, also kann ich nur empfehlen, da mal reinzugucken in seine Shorts. Und dann ziehen wir ziehen erstmal die Dinger hier lang, würde ich sagen. Und ich weiß gar nicht, ist der... Nee, der ist ein zu niedrig hier. Deswegen. Ich wundere mich schon die ganze Zeit. Irgendwas passt da doch noch gar nicht. Das kriegen wir hin. Oh. Es leckt und ruckelt aber auch manchmal. Und dann fällt man einfach, obwohl man nicht fallen will. Dann könnten wir den auch direkt hier ankommen lassen. Aber da müsste einen weiter nach hinten. Okay. Hä? Jetzt hat er da schon wieder was gebaut. Also das Ding ist echt komisch manchmal, was es macht. Ich lösche und er baut einfach eine Plattform gleichzeitig. So. Ah, das ist aber auch falsch. Das reicht auch noch nicht. Shit. Na, Shift F? Ah, Mann. Jetzt muss ich aufpassen. Höhe 1. Okay. Nicht, dass ich zu viel wegreiße. Okay, der muss noch einen weiter nach hinten. Viel zu groß für ein Scrum-Team. Na gut, jetzt mein Team besteht aktuell aus einer Person wieder, mir. Und das ist zu wenig für die Aufgaben, weil der Auftraggeber hat natürlich die Aufgabenmenge jetzt anhand von 3 Personen in dem Meeting erhöht. Beziehungsweise im Team erhöht. Und ja, was ist? Es ist... Aber anstatt 3 nur noch eine Person jetzt in diesem Team. Das ist nicht gut. Aber ist nicht meine Planungsverantwortung, von daher. Wir werden schon wissen, was sie tun. Dafür kriegen die anderen Leute ja Hunderttausende. Gebildete, studierte Menschen. Also ich weiß schon, warum heutzutage Firmen schnell pleite gehen. Wäre mal interessant, wenn man eine Woche oder so ein Dreivierteljahr Manager als Arbeiter einsetzt und die Arbeiter als Manager, was dabei rauskommt bei so einem Experiment. Ist natürlich schwierig, wenn die Manager nicht die Erfahrung eines Arbeiters haben, aber ich glaube, die Arbeiter wären eher in der Lage, die Sachen besser zu leiten, wenn sich keiner einmischt. Oh, ich habe nur noch einen Verteiler. Ich würde aus einem großen Team 2 kleine machen, die dann parallel arbeiten. Gut, kommt immer auf die Aufgabe drauf an. Nicht jede Aufgabe kannst du parallelisieren. Beziehungsweise kannst du ja auch an 2 verschiedenen Aufgaben in einem Team arbeiten. Aber wenn du dich natürlich untereinander abstimmen musst... Weil ihr an einer Schnittstelle arbeitet, dann helfen ja nicht 2 Teams daraus zu machen. Klar hast du 2 einzelne Personen, die vielleicht an dieser einen Aufgabe denn arbeiten, aber zu viel Fragmentierung ist auch nicht gut.
Klar sollen die nicht alle in jeden Tag zu 8 in einem Meeting hocken. Das Problem hatten wir auch schon mal. Also, das war so maximal ineffizient. Okay, wir kommen ja nicht weiter ohne Stäbe und Platten. Das heißt, wir gehen hier nochmal stibitzen. Stäbe und Platten. Stäbe und Platten. Und ich würde sagen, diese Action mit Stäben und Platten sehen wir in der nächsten Folge.